So, herzlich willkommen und damit, herzlich willkommen zu einer neuen OMSI 2 Folge hier auf dem Kanal Kirmes Marlon. Herzlich willkommen zu, ja, auch einem neuen Linien-Erweiterungspack von Metropole Ruhr. Wir stehen hier gerade am Dortmund-Mengede Bahnhof und fahren heute die welche war es nochmal? Ich muss kurz lesen. Die X13 nach Datteln Busbahnhof in einer Minute sogar. In zwei Minuten eigentlich, aber ihr wisst ja, wie das hier in OMSI ein bisschen ist. Meistens, also diese Tiefis, die müssen obwohl ein bisschen, ne? Ja, fahren die 43, würde ich mal eingeben. Ist das hier richtig? Nein, das ist ein SEV. Das ist der RB43. Da ist ja der Fahrplan. X13 muss ich eingeben. Entschuldigung. 13.01. Ja, wir fahren heute mit einem C2 aus dem Jahr 2017 mit der Radiofestwerbung natürlich. Hier steht auch X13 dran, ne? Was ich natürlich super finde. Ah, es steht hier ein bisschen verschrumpelt, ne? Alles. Ja, finde ich jetzt. Naja. Ich wollte noch das Lenkrad ganz kurz verstellen. Zack. Oh, sind wir fahrbereit? Ja, sind wir. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Ja, X-Linien. Jetzt eine neue. Kommen wir nun in die neue Zeit der neuen Linien, der Festische und der Stoag. Und zwar hat die Festische sich mit der Stoag beraten und hat ein bisschen mal geguckt, dass es auch schneller nach Hause geht und dass es nicht nur mit den SB-Linien, sondern vielleicht auch, dass es mal irgendwann X-Linien gibt. Oh mein Gott, seien Sie doch mal bitte vorsichtiger Busfahrer. Ja, wo es dann auch schneller geht. Und man hat dann ein bisschen geguckt mit der Stoag, wo man so die X-Linien einsetzen kann. Zum Beispiel ganz gut hier in Mingede. Da die SB24 nur zweimal die Stunde fährt, ist es doch ganz gut, wenn einer mittig fährt nach Richtung Datteln Busbahnhof. Hat man sich gedacht. Auf jeden Fall hört sich das ganz gut an, ne? Und jetzt hier auch überall Defi anzeigen. Ja, das ist ja ein Mod, das ist ein Update von Ruhrgebiet. Wir befinden uns ja hier auf der Karte Ruhrgebiet. Schönen guten Tag, hallo. Ruhr. Katastrophengebiet. Ja. Genau, so sieht's aus. Ja, was gibt es hier zu fahren? Es gibt hier einmal die X13 zu fahren. Und dann gibt es auch die X42 von Sterkrade nach Moviepark über Bottrop-Kirchhellen. Das Ding da ist, die kann ich leider nicht fahren, die Linie, weil es ab Moviepark irgendwie bei mir ruckelt. Weiß ich nicht warum. Ich habe sehr guten PC und so alles. Irgendwie sind da Objekte verbaut, die da Probleme machen. Da muss ich nochmal gucken, welche. Ich habe gerade schon den Editor-Paar gelöscht.
Und ich muss mal gucken, welche da weiterhin Probleme machen. Vielleicht sind das ja diese Spandauergärten oder so. Oder die Bäume. Da muss ich nochmal gucken, was da Probleme macht. Und dann einfach zu löschen. Dann läuft das auch besser. Ja. Und wie gesagt, wir kommen jetzt in einer Zeit, wo die Stoag und Festische zusammenarbeiten und sich sagen, ja, wir brauchen halt Busse, die kommen sehr gut sind, das schaffen wir noch. Ja, die noch schneller fahren müssen und die vielleicht dann sogar alle 15 Minuten fahren. Wie jetzt diese X-Linien fahren, weiß ich jetzt nicht. Also, ja, ups, hier halten wir gar nicht. Erst wieder Goethestraße. Hier auch rumzukommen ist meistens eng. Ja, und weil wir jetzt halt, weil der ÖPNV ja halt auch Zukunft sein möchte und sein muss, werden dann auch diese X-Linien gebaut. Das heißt, natürlich auf Deutsch gesagt, Expresslinie. Was natürlich sehr gut ist. Für Leute, die ja sehr schnell von A nach B wollen, zum Beispiel von Oberhausen Hauptbahnhof nach ganz schnell nach, sagen wir mal, zum Moviepark oder von Stärkrade zum Moviepark. Oder halt schnell nach Bottrop. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch dann etwas eingesetzt wird nach Bottrop, ob eine X-Linie nach Bottrop eingesetzt wird. Könnte ich mir natürlich vorstellen. Ich meine, jetzt hier auch von Mengede nach Datteln wieder auch schon. Das ist jetzt hier die X13. Und da muss es, dann gibt es glaube ich noch eine bald, die fährt dann von Recklinghausen. Da ist die 24. Bin draufgekommen. Ja, genau. Am Ende der Folge frage ich euch nochmal, wie ihr die X-Linien findet. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wann diese X-Linien rumfahren, also in der Realität, das weiß ich nicht. Vielleicht fahren die auch schon und ich bekomme es gerade nicht mit. Und ja. Könnt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare. Ja, neues Zeitalter und deswegen halt X-Linien. Finde ich super. Ich finde das eine super Idee, dass Stoag und Festische da zusammenarbeiten und dann X-Linien bauen und so weiter und so fort. Es ist eine gute Entwicklung, gerade für die Jugend, die von schnell von A nach B möchte. Ist eine ganz gute Entwicklung. Deswegen sage ich ja, diese X-Linien sind keine schlechte Ideen. Schon eine super Idee, dass es die gibt. Und bestimmt dann auch bald über die Autobahn. Mal sehen. Können Sie nicht aufpassen? Eine ganz normale Kurve. Ja, sein können, dass der X13 steht. Aber nein, die fährt da hier nach Datteln, steht da auch dran. Wir fahren nur bis nach Datteln Busbahnhof. Jo. So. Jetzt muss ich aber darüber. Müsst ihr mal bedenken. Hier werden die auf einmal. Ja, hier werden sie meistens langsam. Also,
Es könnte Gas geben, Freunde. Hier ist 60 vor 70. Könnte jetzt mal auf die Tube drehen. Ah, die Werbung, mit der Werbung bin ich zufrieden, muss ich sagen. Ja, die Werbung finde ich auch sehr schön an dem C2. Geil gemacht. Oder was bremst denn mich denn so ab? Kann er bitte nicht links fahren? Ja, von denen halte ich jetzt erstmal Abstand. Oh. Fahrplan? Wann sind wir in Datteln? Um 11 Uhr sind wir in Datteln. Das heißt, nicht mehr lange. 3 Minuten Verspätung. Warum 3 Minuten Verspätung? Stimmt doch gar nicht, 3 Minuten plus. Ich sollte um 10.45 Uhr sollte ich an der Goethestraße sein. Ich bin komplett pünktlich. Das ist natürlich falsch, was er da wieder angibt, 3 Minuten plus. Kann ja nicht sein, ne, dass ich 3 Minuten Verspätung habe, obwohl ich pünktlich an der Haltestelle bin. Oh, halbe Minute zu früh. Ach so. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder hier verschandelt. Wollte schon sagen. Nee, die Goethestraße ist ja da hinten. Da. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin schon lange hier nicht gefahren. Gerade auf dem Gebiet. Ja, wir sind jetzt so in mittig in der Zeit. Guten Tag. Hallo. So, nächste Haltestelle am Mosel. Nee, Mühlenteich.
47. So, jetzt. Wir haben keine Einstellung. So. Am Morgen. Haltestelle. Walzraumrathaus. Direkt Waltrop Rathaus, okay. Also heißt der Held nicht am Moselbach, okay, okay. Ja, da oben steht's nochmal. Ja, noch zwei Haltestellen. Gar nicht mehr weit. Gar nicht mehr weit. So schnell soll das jetzt in ÖPNV gehen. Ich bin beeindruckt. Also ich muss wirklich sagen, dass die Idee mit X-Linie also mich wirklich überzeugt hat. Muss ich wirklich sagen. Also ich bin mehr als überzeugt. Und ich finde das echt super knalle Idee. Einfach mega. Jetzt auch DeFi Anzeigen. Ja. Überall in jeder Großhaltestelle sind jetzt auch DeFi Anzeigen. Ja, auf Ruhrgebiet. Das war ja mal ein Update vor, ich glaube, vor 3 Monaten, vor 4. Auch schon wieder etwas her, ne? Schön, wenn die DeFi-Anzeige hier stehen würde. X13 in einer Minute. Was ich ja echt toll finde, dass man das X da hier reinbekommen hat. Oder auch hier, dass man das X hier gut reinbekommen hat. Ne? Das sieht schon gut aus. Muss echt sagen, also. Hammerleistung. Nein! Ja, jetzt. Ich kann nicht mehr raus. Aber zum Glück haben wir keinen Geschaden. Ah, jetzt hat der mir gesehen, rot. Aber heute mit dem Solo-Bus, ne? Ist auch Feiertag. Genau. Ja, wenn ihr natürlich die X-Linien fahren möchtet, dann müsst ihr euch mal einmal die README-Datei davon ansehen. Sehr wichtig. Gibt es einmal auf Englisch und auf Deutsch. Und
ihr müsst lesen, also ihr müsst das Datum, den 23.05.2022, müsst ihr in OMSI eingeben. Also bevor ihr OMSI, bevor ihr natürlich die Map startet, müsst ihr natürlich den 23.05. eingeben, 2022. Und dann könnt ihr die X-Linien fahren. Wenn ihr jetzt einen weiter vorspurt, dann könnt ihr die nicht mehr fahren. Warum? Weil der hat man jetzt so gemacht. Nächste Haltestelle. Wir sind jetzt mal gerade erst 15 Minuten gefahren. Muss ich nochmal dazu sagen. Haben Sie das Fahrrad verlernt? Guten Morgen. Morgen. Zehn Uhr 57 soll ich hier sein. Ich habe mal so lange den Motor ausgemacht. Ich mal die Türen offen. Ja, zu früh sind wir, ne? 57. 2 Minuten zu früh. 2 Minuten 40. Und ich würde sowieso die Readme lesen, weil mit der KI, also ihr müsst dann hier auch noch die KI umstellen oder irgendwas überschreiben, dass die KI auch diese X-Busse fährt. Ja. Ich dachte, das wird automatisch gemacht, wird es aber nicht, da müsst ihr irgendwie dann überschreiben und so. Aber liest euch auf jeden Fall die Readme durch. Und ja, sehr wichtig auf jeden Fall. So, noch gleich 1 Minute und dann können wir abfahren.
Naja, wenn ich jetzt weitergefahren wäre und ich hätte nicht bemerkt, dass ich zu früh bin, dann hätte ich Probleme. Dann wären wir jetzt schon gleich um 58 oder 57 wären wir schon an Datteln Busbahnhof. Das wäre natürlich lustig. Entschuldigung, aber da musste ich jetzt bremsen. Na komm. Einmal waren wir zu früh, okay. Gut. Das war's von der Folge. Ja, hier mit dieser schönen Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, die Folge hat euch auf jeden Fall gefallen. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag noch. Wie gesagt, das Linien-Erweiterungspack bekommt ihr bei der OMSI Webdisk. Und ist nur ein Download. Einmal das Ganze komplett in OMSI Hauptverzeichnis reinladen. Und dann bitte auch die README durchlesen. Weil eben, wenn ihr natürlich auch wollt, dass die KI auch die X-Linien fährt, dann müsst ihr natürlich alles überschreiben oder so. So wie ich da weiter gelesen habe. Ja, wie gesagt, wir sind am Ende und ich sage Dankeschön und ja, war echt eine schnelle Runde, muss ich sagen. Also wir sind jetzt bei 30 Minuten Aufnahme, das heißt, wir sind so circa 20 Minuten sind wir gefahren, so 15-20 Minuten sind wir gefahren und ich muss sagen, das ist echt schnell, ne? Ja, würde ich sagen, bis dahin, ciao, ciao und schreibt doch gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die X-Linien
oder wie ihr die Idee X-Linien findet hier im Ruhrgebiet. Bis dann. Tschüss, tschüss. Euer Kim Smallon.